Fanny Bourgeois 2001 bei einem Workshop in Spanien. Die französische Mundmalerin ist assoziiertes Mitglied der Vereinigung der Mund- und Fußmalenden Künstler, hat Kommunikationswissenschaften studiert und steht fest und erfolgreich im Leben. Jahre zuvor hatte sie das Kamerateam der Vereinigung schon einmal besucht und einen fröhlichen Teenager mit beachtlichem künstlerischem Potenzial getroffen. Trotz Behinderung und körperlichen Einschränkungen. Für mich ist es normal, so zu malen. Ich habe den Bleistift in den Mund genommen, so wie jemand anderer den Bleistift in die Hand nimmt. Ich habe nie einen Unterschied gesehen. Je vois pas de différence, j'en ai jamais vu. J'ai commencé à peindre vers l'âge de 8 ans. Ich habe angefangen, als ich etwa 8 war, mit einer Lehrerin, die ich immer noch habe, Madame Frigo. Das mag ich sehr gerne. Ich weiß nicht, ob ich lieber male oder zeichne. Ich zeichne gerne in Schwarz-Weiß, aber ich liebe auch das Malen. Und ich denke, dass es so bleiben wird und ich weitermalen werde. Fanny Bourgeois sah sich nie wirklich als behindert. Sie gestaltete ihr Leben schon immer aktiv, wie andere Jugendliche im selben Alter. In der Tat konnte ich oft dasselbe tun, dank meiner Freunde, aber nicht alleine natürlich. Ich habe mich aus diesem Grund niemals traurig gefühlt. Ich hätte gerne Ballett gelernt, aber das ist nicht so schlimm. Bereits als 16-Jährige war die Ausdruckskraft ihrer Bilder verblüffend. Umso eindrucksvoller sind ihre aktuellen Werke. Fanny Bourgeois, eine junge Künstlerin, von der wir noch viel erwarten können.